Raus aus Afrika, rein nach Amerika und Asien, Japan gegen Mexiko. Japan, nichts Neues, ein Mini-Upgrade bekommen. Ja, hier schon was Neues. Ein Spieler neu gekommen, ein Spieler, nein, zwei Spieler abgegradet. Ein Spieler, auf dem man keine Positionskarte anwenden kann, das ist auch wurscht. Soll ich? Weil der nur ZDM kann. Also da muss ich mir überlegen, ob Ach ich vielleicht so, ZDM einfach umbaue. eine Position. Willkommen im Allianz Stadium, liebe Zuschauer, ich darf Sie zu Sehe, wie meinem das Spiel Team eine begrüßen. Positionskarte kommt. Denke, oh ja, wieso zeigt er mir keine Meine Positionskarte Damen an? und Ich Herren, hab ich doch darf noch Sie ur bei viele. meinem Kollegen Frank Buschmann Es gibt's doch kommentieren lassen. nichts. Was ist da? Erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Das dürfte Ja, ein tolles Japan Spiel werden. bei der WM Freundschaftsspiel à am la weitesten Kanada, das wirkt gekommen von positiv, den das wirkt Asiaten. intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Auch wenn es erst drei gibt. Da sehen wir die Auch Aufstellung. bis jetzt Der erst Gastgeber zwei heute, gespielt haben. Na, El stimmt ja gar nicht. Es gibt ja mehr Asiaten. Blödsinn. Argentinos, Hector Herrera steht Wie viel zurück. gibt's denn jetzt? Zusammen mit Andres Guardado, Asiaten gibt's hier mehr. Centro, Hummelsson. Aber jetzt ein Außenwurf. Tor! Sie wollten hier von Anfang an Ton angeben. Seine Das war Prognose schnell. auch gelungen. Boah, wie viel. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich stehe aus der Leitung. 1, 2, 3. Da ist nochmal die Oder Entstehung gibt's noch dieses nicht mehr? Tors. Zunächst die Hast du zweite. keine? Und dann ist er natürlich da. Unnachahmlich, wie er das Also bis auf Ballspiel Südkorea hast du beeinflusst keine? und dann auch das Auge hat. Noch nicht. Und damit haben wir den Okay, ja, ersten dann sind es nur Treffer. drei. Jetzt könnte das Bald sind es Spiel vier. richtig Fahrt Dann ist von aufnehmen. den Japanern. Sollen die Japaner von den asiatischen Mannschaften am weitesten kommen? Bis ins Viertelfinale. Die Flanke jetzt. Da können Sie klären. Also, da war ein Aushängeschild am asiatischen Markt. Guter Versuch. Starke Ja, Parade. auch die Steppert. Mexikaner waren dabei bei der WM. Das war's auch schon. Ecke in die Mitte. Oh, Aber sie waren dabei. sweet. Sweet. Sind wir Hugo dabei? Sanchez. Oh. Ja, eben Sanchez hat ein Upgrade gekommen. Gekommen. Upgrade gekommen. Das könnte gefährlich werden. Aber dann ist der Ball doch weg. Sehr Oh. clever beendet. Jetzt ist es. Boah. Gehalten. Macht er gut. Jetzt kommt die Ecke. Ganz knapp vorbei. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Da kommt doch an, Die wann Angriffe werden wir weiter aufstocken. gespielt. Boah, Erster schon. Schuss, erstes Tor. Was für ein Start, was für ein Debüt. Aber dann kommen meine Australier-Asiaten rein. Ja gut, dann haben wir genug Teams, haben würde ich sagen. Jeder vier haben wir gesagt, zusätzlich. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja. Ja. Pro Wettbewerb. Ja. Ja. Also wenn, dann tun wir gleich komplett Ja, umrüsten wenn alle. würde ich gleich alle Wird umrüsten. Abschluss geben jetzt. Okay. Dann muss ich schauen, wie es mit Budget ausgeht. Na gut, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich finde ja noch wo viele dann. Und dann doch der Ballverlust. Guter Steilpass hier, macht er gut. Das könnte gefährlich werden. Könnte die Führung werden. Oh, schön. Und schon wieder Süß. Tor. Aber Doppelschlag schön. jetzt binnen Hat 10 gereicht. Minuten. Jetzt sind Schön sie voll an den Goli. Pineda. Mexiko dreht schauen wir uns hier. mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Anna, der hat ihn Ball. nicht einmal berührt. Ich dachte, der hat ihn Das berührt. Deswegen ist soll es so einfach langsam reingehen vorbei. und da gibt es nichts mehr zu halten. Mit Gefühl? Ja. Ja, mit Gefühl. War Und schön. jetzt steht es hier 2-1.
Von der Entstehung eigentlich hier noch schöner fast. Könnte der Ausgleich werden? Keiner attackiert. Ausgleich! Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation. Na, und Kamada, der war schon bei der WM sehr, sehr gefährlich. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Ist das die Führung? War schon. Was für eine Parade, super Aktion und er bewahrt sie vor dem Alter. Ja, der Schuss jetzt. Oh, Kamada! Sehr stark auf jeden Fall. Wow, schön. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Der Ballverlust. Alter. Die Chance jetzt. Oder bist du Gulli? Gulli! 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 Bist du Gulli? Und damit sind sie hier wieder vorne. Was denn? Oh Gott, da drinnen! Das hier war nicht mehr verstehen! Danilo hat nur gemeint, dass du in die Ohren würdest. Ich hab nur gemeint, was denn? Okay, ich höre schon noch. Also. Oh. Nein! Nein! Also wir haben heute einen Test in der Arbeit gemacht, ich und mein Kollege, wie leichtgläubig Menschen sind und wie schnell sich ein Gerücht verbreitet. Okay. Und also wir haben erzählt, dass er mit 9 einen Unfall hatte, dass er seinen Pony gebissen hat und seitdem fehlt ihm ein Ei. Und du kannst nicht glauben, obwohl es eine behinderte Story ist, wie viele das glauben. Okay. Ich würde sagen, das geht zur Chefin rauf, was machst du dann? Zeige ich dir, dass ich beide noch hab. Oh, aber starke Partie von beiden. So, Ecke kommt. Weiter macht zu. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Oh, der ist nicht schnell, der ist nicht schnell, der ist nicht schnell, der ist nicht schnell. Da kann sich was entwickeln, achte mir. Er war schon schnell, aber es hat gereicht. Vielleicht. Schwacher Pass, Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Musst du geduldig spielen, ist ja keine Frage. Oh. Alter. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Was? Das ist aber für dich voll wahrscheinlich. Ach so. Ja, weil sie so. Manchmal zeigen die so, als würden sie auf den Punkt zeigen. Ja, aber sieh, das ist Schiedsrichterfrau. Die kann nicht genau zeigen, was sie will. Die war sich noch unsicher. Die weiß noch nicht, wie man mit Bällen spielt. Sieht nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es können. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Alter. Klasse, wie er das macht. Ja. Holt sich den Ball. Vorder. Klasse Aktion. Was ist das? Freizeit? Oh. Nein! Obelin! Aber das ist Pineda. Was? Bitte? Das ist Pineda. Ah, ja. Ach Gott. Aber der Sanchez, der ist auch nicht gerade der Antrittschnellste. Bist du deppert?
Ich weiß gar nicht, was da. Kann man den Marino, ich habe den zwar getestet. Das ist schon der abgegradete Sanchez. Ja, dieser 93er. Totti. Ja. Aber ich Na kann mich jetzt nicht, an den na nicht nicht erinnern. Totti, das ist Legende. Die Ja, eh Legendenkarte. Totti-Legende, Achso, ja, oder? stimmt. Ja, stimmt. Na gut, aber du hast keinen Antritt. Du hast andere noch weniger. Drum kommt jetzt der Bodybuilder Haberer, der in der Kraftkammer war. Bodybuilder. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Ja. Oberlin, sehr starke Partie von ihm. Ist aber Pineda noch immer. Aber da steht Oberlin oben. Interessiert mich nicht. Für mich ist er Pineda. Okay. Weiter. Das habe ich gesehen. Das habe ich leider nicht gesehen. Ja, das war jetzt 50-50 Chance. Bitte? Das war eine 50-50 Chance. Ja. Moment, ob ich jetzt selber mache oder. Na, ob du zum rechten oder zum linken Pass. Achso. Da ist er, neue, der Bodybuilder-Haberer. Warum Bodybuilder? Kraftkammer. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Jetzt habe ich es verstanden. Sollte man es ihm dann doch nicht machen. Es geht weiter. Boah, das wollte ich nicht. Ja, aber verdient die Führung. Oh, schön. Wow. Aber er ist heute fokussiert und da. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter Schön. perfekt auf. Ja. Dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Das ist einfach klasse gemacht. Schön durch. Er wollte in dein Eck und den hat er auch dorthin platziert. Unentschieden bisher. 4 zu 4. Einer Goli. Nein, fliegt doch nicht drüber. Hoppala. So jetzt auch Kammer. Oder? Hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Oh, der Abstoß, krass. Nicht gesehen, ich dachte, der Mann hat ihn noch berührt am Schluss. Der Ballverlust der Nardbecks. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Vielleicht die Konterchance. Zu Kaigo. Er hält drauf. Boah, der ist heute da. Tor Nummer 4. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an.
So, da ist der Konter. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Ist wunderbar getroffen. Ist ja. Der hat heute seinen Tag. Egal wo, egal wie, er trifft. Aber das 5:4 ist tatsächlich real. Und er gewinnt den Zweikampf. Guter Vorstoß, kann was werden. Da zieht er ab. Er ist nicht. Nicht immer. Das war richtig knapp. Oh, nein! Ja! Oder? Ups! Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Oh, aber wichtig. Er zieht ab! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Die bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Schön, schön. Niemand kann ihn aufhalten. Und mit diesem ja, Männer, empfiehlt sich hier. Der Bodybuilder. Hier nicht nachher zu spielen. Ja, und da hat man noch. Ja, die geben doch hier alles, die zwei. Nein. Boah. Ich dachte, weil er gerade in der Rückwärtsbewegung ist, weißt du, und nichts sieht. Nicht hinschaut. Die Idee war gut, aber wie ich den Toulades auf habe, ihn wieder davor gelassen. Oh. Aber die Idee war gut, ja? Mit dem Erwin rückwärts dann. Ja. Yes. Boah. Führungstreffer! 11 Tore bis jetzt! Wahnsinn! Also generell 11 zu 10 muss ich sagen. Alleinige Tore. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber. Boah, schön. Genau zu ihm. Und er zieht dann ab. Monster oder was? War das die Entscheidung, Busch? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Oh. Kego. Muss ich immer an den DJ denken, oder? Ich auch. Nein! Erst? Schieß nicht auf mich. Na, Alter. Solange es keine Tote gibt. Ja. Nur Verletzte. Ah, Verletzungen heilen. Genau. Einfach 5er Verletzung, Pickerl drüber. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Könnte der Ausgleich werden? Kamada! Ja, Wolf, aber nix ist, sie laufen im Rückstand weiter hinterher. Schade. Gut gekämpft, aber im Endeffekt muss ich auch sagen, Mexiko hat der verdiente Sieger dann in dieser Partie. Viel mehr fürs Mensch da gemacht. Es gibt 3 Minuten obendrauf. 3 Minuten, Alter. Das war's. Alter. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Da lässt er nichts zu. Das ist die Chance. Uiuiui. Ja, geiles Spiel, verdient gewonnen, aber Mexiko zieht sich den ersten Dreier sichern hier. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverdient.
Ja, er hat ein gutes Spiel gehabt. Zum Schluss leider nicht mehr getroffen, aber trotzdem, 4 Tore. Sehr zufrieden mit ihm. So. Alter, du schießt den Schwabelelefanten von Isabella. Was ist, wenn er sich in Rüssel bricht? Ein Schwabel auf einen Schwabel. Ja, da kann ich mal gescheit stehen. Ja.